Hallo, wir sind Balthasar Bender und Annika Spahn vom Queer Lexikon und wir wollen euch kurz unser Projekt vorstellen und zu sagen, was wir machen und wofür wir gerne euer Geld hätten. Und ich fange mal an. Ich bin Balthasar, wie gesagt, meine Pronomen sind S und ich studiere jetzt im Master Gender Studies und mache seit vielen Jahren aktivistische Arbeit, vor allem zur Asexualität und zu Transsexualität und zu nicht-binären Themen. Hallo, ich heiße Annika Spahn, mein Pronomen ist sie und ich habe das Queer Lexikon 2012 gegründet. Ich habe Gender Studies studiert und arbeite aktuell als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Braunschweig in einem Projekt, das versucht, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in die Schule zu bringen. Das Queer Lexikon ist eine Online-Anlaufstelle für queere Jugendliche und ihre Angehörigen. Was wir so machen in unserem Projekt: Wir haben eine Webseite www.queer-lexikon.net. Dort stellen wir Informationen für Jugendliche zur Verfügung zum Thema Queer und zum Thema Feminismus. Also wir haben zum Beispiel einen queeren Kümmerkasten, wo man uns anonym Fragen schicken kann, die wir beantworten. Wir haben für jede queere Identität eine Seite, wo man Informationen findet und weitere Links findet und uns auch Fragen stellen kann, spezifisch zu bestimmten Themen und Identitäten. Genau, wir haben auch bald einen Blog auf queerlexikon.net. Genau, und haben viele coole Ideen, was wir daraus noch machen können. Ansonsten produzieren wir mehrere Podcasts, mehrere Videopodcasts, um genau zu sein. Der erste heißt Buchstabensuppe. Dort gibt es animierte Videos, die über Themen aus dem queer-feministischen Spektrum aufklären. Also wir haben Videos gemacht zu Safer Sex für queere Menschen. Wir haben ein Video zu Intergeschlechtlichkeit, ein Video zu geschlechtergerechter Sprache und wir haben noch ganz viele andere Ideen, was wir so umsetzen können. Wir haben noch einen Podcast, der heißt Queer gefragt. Da setzen wir junge queere Leute vor eine Kamera und sie erzählen ein bisschen über ihre Coming-out-Geschichte aus ihrem Leben und welche Erfahrungen sie so gemacht haben. Und unser dritter Podcast heißt Liebesgrüße aus... und da besuchen uns AktivistInnen aus verschiedenen Ländern und erzählen über die Situation von queeren Menschen von dort, wo sie leben. Ja, also wir machen das ganze Projekt auch ehrenamtlich und es ist so, dass wir in unseren ersten paar Jahren in diesem Projekt immer wieder Förderungen hatten aus verschiedenen Fonds und jetzt sind wir aber auf Spenden angewiesen. Ja, und wofür wir das Geld brauchen, ist unter anderem für Serverkosten, Bücher, Büromaterial, Fahrtkosten und für ganz viele tolle Ideen, die wir in letzter Zeit gehabt haben und die wir gerne für euch umsetzen möchten, wofür wir aber gut Unterstützung brauchen können. Gebt uns euer Geld! Das war nicht abgesprochen. Tschüss. Tschüss.